Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, es ist Montagnachmittag und wir sind auf unserer Ranch. Hier im schönen Ranchland oder so. Die Caro lädt gerade rein. Ja. Neuer Tag, neues Glück. Dann fahren wir doch gleich mal zum Laden und gucken, was der haben will. Ja, auf dem Weg noch einsteigen, wenn du magst. Wenn du das dann schon kannst. Oh, 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 oh. Oh, okay. Ion. Pum. So, was haben wir denn heute alles so vor? Weiß nicht, wie war das jetzt? Wir wollten uns speziell jetzt auf Ziegenkäse nur. Hähnchenfleisch, Huhn und Ei. Nee, Ei kriegen sie nicht. Mit 1,3, 1,8. Das ist zwar viel, aber wir brauchen ja auch schließlich die Eier für Käse. die Käse- Und und auch Wurst. Wurstproduktion. Ganz genau. Spinnen. Gleich wieder nah. So. Das heißt, ich muss Ziegen Also melken. ich jetzt. Ja, unter Umständen. Komm du mal her. Und wie viele Ziegen brauchen wir? Das ist irgendwie total komisch, weil wir haben ja irgendwie 6 Ziegen. Ja, eine haben wir ja leider verloren. Na okay, dann haben wir nur noch 5 Ziegen. Also, ich meine, die, ja, genau. Und die Ziegen an sich geben irgendwie immer nur, weiß nicht, so 5 irgendwie Liter oder sowas am Tag. Das heißt, man braucht immer 2 Tage, also zumindest mit den 5, mit den 5 Ziegen, die wir haben, brauchen wir dann immer irgendwie 2 Tage, damit die Kanne voll ist. Ach so, weil die halt nicht jeden Tag. Ja, doch. Doch. Aber die geben dann halt nur, weil sich irgendwie halt wenig. Nicht so wie die Milchkühe. Und du brauchst dann aber auch irgendwie weniger Liter pro Topf. Heißt. Was ist denn? Ich hätte erst die Töpfe aufnehmen sollen. Weil jetzt kochen sie. Dann muss ich halt hier, weil dann sind irgendwie 26 Liter. Was dann, wenn du 6 Töpfe gefüllt hast, sind es halt das 26 Liter, die dann verbraucht sind. Also es passt halt irgendwie nicht so richtig gut zueinander. Ja, rein rechnerisch, weißt? Bei den Kühen ist das halt irgendwie cool, weil dann kannst du mit einer Kanne machst du halt sechs Töpfe voll.
Vor allen Dingen, weil auch 6 Kühe die Kanne voll machen. Genau. Das ist irgendwie. Naja, dann bleiben. Ja. Und jetzt habe ich insgesamt. Ja, die geben dann immer nur. Die brauchen dann immer nur 5 Liter für ein. Weil es bleiben dann immer 2 Liter übrig in der Kanne. Das heißt, ich habe jetzt 10. Insgesamt 10 Töpfe gemacht gehabt. So, das ist Goat Milk. Um da mal die. Die da rein. Mit Ei. Die ersten habe ich ja vermasselt. Wenn ich die Töpfe habe nochmal runternehmen müssen. Okay, aber dann kommt die Kanne wieder zurück. Kann ich dann auch gucken, wer dann noch ein bisschen Milch gibt. So. Ja. Und die geben auch immer nur 5 Liter. Also, du warst schon. Du warst auch schon. Ja, ich glaube, das war's dann. So, jetzt haben wir wieder 12 Liter drin. Ja. Ja, dann muss man halt mal gucken, ob man dann irgendwie. Dann braucht man dann mehr Ziegen oder was? Ja, klar, Wenn natürlich, man du sich brauchst. Genau, du. darauf spezialisiert. Ja, dann müsste man dann halt tatsächlich mehr Ziegen haben, die dann da entsprechend. Damit man halt dann irgendwie zumindest, wenn man die Schränke voll machen will, braucht man ja dann immer. 6 mal 5, ja, 30 Liter. Und damit man dann halt zumindest auf die 60 Liter kommt, die man haben will. Gesundheit. Danke. Ja, dann braucht man irgendwie halt. Insgesamt 12 Ziegen. Das lässt sich ja einrichten. Dann würde ich aber die Kühe dann sein lassen. Oder? Die welche? Oder Die meinst du die Milchkühe, Milchkühe? das sind ja nur die 6 Stück. Das geht Also ja. sollen wir dann trotzdem. Okay, Naja, gut. die können wir ja trotzdem laufen lassen, die. Uppala. Dann würde ich diesen Zaun dann zwischen diese Trennwand dann wegmachen, weißt du, damit die da. Ach so, du meinst, dass man dann da Dass sie hinten. mehr trotzdem Auslauf haben. Das Gebäude könnte man ja im Zweifelsfall Das kann man ja. abreißen. Entweder reißt man das ab. Also, du willst dann einfach Ja, hier das da dieses Ding hier aufmachen. einfach Aber aufmachen, ne? bevor wir das machen, würde ich gern das Tor vorne durch einen Zaunteil ersetzen, dass man da eben nicht aufmachen kann. Mhm. Ja, okay. Hast du es Ja. verstanden? Oder soll ich Nein, nachhelfen? nein, nein, ich mache jetzt gar nichts. Ja, das Das ist das ist Beste. genau das, was ich verstanden habe. Gut. Mach so Sachen lieber selber. Soll ich dann die Ziegen vielleicht mal in das Haus einsperren? Nee, das macht auch keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Aber du könntest so rüber zu den Kühen Ach so. umziehen. Ja, Da das. rein, weil da kommen sie ja dann eh rein. Genau, dann machen wir das so. Ja, jetzt. Oh, Ziege! Ziege? Was ist? Das hört sich ungut an. Ah, das ist der Ist es Hänger. wahrscheinlich auch. Mich halt eine andere Ziege.
Sag mal, Ziegen? Die wollen nicht aus ihrem Gehege. So, kommst du jetzt mal hier so? Kommst du jetzt hier raus oder? Was Die können nicht aus ihrem ist? Okay, Gehege dann raus. muss ich schon nehmen. Die bleiben halt einfach stehen. Ah, ach, jetzt? Jetzt auf einmal. Wenn die Karo droht, dass sie kommt, dann geht es plötzlich. Ja, komm. Ja, Pferd. Pferd. Kuh. Na, warum müsst ihr denn jetzt... Oh, meine Güte. Ja, genau. So. Geht ihr wieder weg? Oh Mann. Kommst du jetzt hier rein, du... Und das Pferd macht sich gerade schon wieder aus dem Staub. Und eine Kuh. Da geblieben. Sag mal. So, und jetzt ist die Ziege auch wieder draußen. Sag mal, du sollst mir doch folgen, du Sack. Hey. Haben wir zumindest mal eine drin. Nein. Schön da geblieben jetzt. So. Ich glaube, das müssen wir nachts machen oder sowas. Ich schlaf. Damit der Rest alles schläft oder so. Ist das Pferd jetzt auch irgendwo? Ja, ich such's. Ach, da hinten. So, Pferd. Hüpf. Fertig. Also irgendwie. So, jetzt gucken wir mal nach dem Käse. Also der ist. Der kann ja noch gar nicht fertig sein. Der ja. Ja gut, der ohne Kultur, der wird bald fertig, aber der Rest. Du warst noch mit dem Hänger irgendwie beschäftigt. Ja. Und weil der nicht... Frag einfach nicht. Hatten wir doch schon mal, dass das nicht funktioniert hat, irgendwie. Ja. Und jetzt habe ich es halt dann kaputt gemacht. Er wollte halt einfach nicht mehr raus. Ja. Ich habe das Auto jetzt mal weggestellt. Damit wir den Zaun neu bauen können. Muss man die Schweine dann halt auch wieder einzeln reintragen, sozusagen. Naja, das müssen wir doch mit allen. Ja, Mom. Ja. Konstruieren. Ja. Zaun. Und dann Wird's Tor. jetzt bald? Es gibt gleich Zingrago. So. Was?
Okay. Nochmal weg. Die sind wirklich ein bisschen leicht blöd. Die Ziegen, meinst du? Meinst du, könntest Holz vorbeibringen? Ja, in einem kleinen Moment. Okay, ich bring's direkt vorbei. Ob das eine gute Idee ist? Oh, vielleicht. Soll ich es einfach hier hinlegen, oder? Also, hätte auch sagen können, schmeiß es in den Zaun. Okay, also hier nochmal. Du weg und du weg. Hast du? Oh. Jetzt wieder ein Tor. Hey, ich versuche gerade, das wieder passend zu machen, aber das ist. Das hat funktioniert. Oder soll ich die einfach hier stehen lassen, die Bude? Lässt du doch einfach stehen. Ja, doch niemanden. Außer du willst, dass die Ressourcen haben, also dass du das Holz und so weiter da damit wieder einsammelst. Achso, die Schweine sind hier drin. Nein, das macht keinen Sinn. Ich baue mal den Zaun fertig. Aber wir hier hinten doch auch jetzt Holz übrig Achso, da hatten. ist Holz übrig. Und das Okay. wollte ich jetzt gerade. Achso, okay. Dann könnte man das hier unter Umständen. Ja, als erstes benutzen. Dann erwarte ich sehnsüchtig deine Rückkehr. Boah, ich bin sogar Slide hier. Ah, siehst du mal, eine Planke ist übrig. Die schmeiße ich jetzt dann wieder in unser Lager. Wo willst du denn auch hin, Beini? Geblieben. Warum sind die eigentlich so dumm? Ach, das. An sich sind die ja nicht. Die sind halt einfach nur so doof programmiert. Also. Und dann wollte ich noch eine Ladung Schweine holen. Noch eine ganze Also, Ladung. und dann. Dass wir insgesamt 12 haben. Ja. Das reicht ja locker bei unserem. Doch hier schon wieder ein Ei noch rumliegen sehen. Sind immer noch die Eier von vor, weiß ich wie viele Wochen.
Hier. Ein Hier, ich hab's in der Hand. Ei. Ja, guck. Lass mich mal. Hier, schau, ein Ei. Warte, ist das braun? Ja, es ist ein braunes Ei. Aber sonst. Ich glaube, es geht los. War da jetzt noch ein Schwein drin? Nein, eigentlich müsste hier leer sein. So, ich habe Was? mir extra eine Kiste dahingestellt, weil der eigentlich hier ja schon so weit sein müsste. Normaler Ziegenkäse. Alles. Auch normaler Ziegenkäse. Ist da nur noch Weißschimmel drin? Das ist gut. Dann kann da die vier von da rein. Okay, aber die sind erst bei der Hälfte. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich habe direkt 6 Stück gekauft. Was ist? Also du wolltest, beim letzten Mal hast du zwei und dann vier oder so. Ich könnte aber gleich gucken, dass ich das Silo auffülle, jetzt wenn da wieder Schweine auch noch da sind. Sicher ist sicher. Die Hühner haben auch wieder Haufen Eier gelegt. Ah, ich könnte eigentlich. Hier stehen ja jetzt noch Kannen rum. Und eine Melkmaschine. Dann könnte ich mir überlegen, ob ich dann die auch noch darüber stelle. Gleich nach da hinten. Was ist denn heute los? So viel los auf der Straße. Ja, aber ich komme durch. Ja, irgendwie wird es dann schon Auch wenn funktionieren, ne? zwischendurch, Alter, dann taucht doch auch nicht einfach auf der Straße auf. Wir sind auch ganz durcheinander. Und ploppen einfach random auf und dann der eine fährt dem hinten drauf. Also die lernen sehr schnell von uns. Haben wir gut gemacht. Ja. Komm gleich und helf. Ich weiß nur die eine Milchmaschine noch hier rein. Ah, okay. Die zwei hast du schon. Oh ja, da geblieben. Weglaufen.
Danke. Kann man nicht weit genug nach hinten? Ja, ne? Oh, Entschuldigung, Das ich. hat so gut geklappt. Und das war's. Erstmal außen rum. Genau. Wir bräuchten ja eine Umgehungsstraße. Ja. Außerdem müssen wir hier, glaube ich, ein paar Bäume mal so als Wände oder Durchfahr Möglichkeit. müssen die hier oben. Zumindest hier die. Ja, dann warte mal, ich hol mal das Audule, das kleine. Dann können wir die alle da oben drauf schmeißen. Mal der Kram, damit der aus dem Weg ist. Oder mach du lieber. Ja, schmeißt du mir sie hin. Weil ich glaube, dass wenn ich den mit draufgepackt hätte, Hätt's allein dann keinen von verschoben, denen, ne? ja. Wundere mich, warum der da nicht hingeht, dabei stand ich zu nah dran. Dann geht es nicht. Wenn man sich sozusagen selbst den Platz wegnimmt. So, das war's? Ah, nee, ach. Jetzt kommt erst noch die andere Seite. Dann wieder Staffellauf. Ganz genau. Also noch eine Reihe, schätze ich, kriege ich hier drauf. Ja, das war es jetzt erstmal. Oder? Ja. Also, ja, also die zur 2 kriege ich noch drauf. Warte kurz.
Ah, okay. Das war's. Wenn dann. Ganzen Wagen voll gekriegt. Ja, ne? Ausholen. Oh, guck mal. Also jetzt hat einer eingeschaltet und der andere ausgeschaltet. Könnte sein, ja. Ich glaube, ich muss mal nach den Küken gucken. Ah, okay. Dann mach das mal. Ich kümmere mich ums Holz. Bin mal gespannt, wann die groß werden. Ja, müsst ihr aber, dürft ja im Prinzip nicht mehr so lange dauern. Meine Säge ist leer. Die hier kann auch nicht mehr lange. Okay, dann. Gluck, 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 gluck. Warum lachst du? Weil ich habe ja extra drauf gewartet, dass der dann fertig ist und so weiter. Und dann ist er plötzlich schon weg, der Container. Oder Tank. So, okay, Auto. Licht. Und dann gucken wir mal, wie weit der Käse. Oh, Licht. Mehr Licht. Noch mehr Licht. So. 86%. Okay, der muss dann halt bis zum nächsten Tag warten. Boah. Mond. Sternenhimmel. Wolken, Mond. Entschuldigung. Muss doch noch mal was umändern. Nein. Nichts Schlimmes. Nie irgendwas Schlimmes. Ach, nichts Schlimmes. Ja. Ja, wenn es mir halt noch nicht gefällt. Dann ist das halt eben für die Dann Tonne. muss das geändert werden, ne? Ist halt so. Kannst du machen, was du willst. Tschüss. Ja, Die Tür zu? Okay. Dann muss ich mich überraschen lassen, was dabei rauskommt. gar nichts. Ja, Da wird gar nichts bei rauskommen. Schon klar.
Nur Unfug. Ja, Unfug, Schweinefleisch, Schweinefleisch, Schweinefleisch. Unfug, Schweinefleisch, Nur Schwein, Schweinefleisch. nur Schweine. Eieiei. Das sind ja mehrere Tonnen Schweinefleisch, die hier stehen. Naja, sind ja in Kühl. Ja. Soll ich dir was sagen? Es Was? hat heute nicht geregnet. Ist ja unglaublich. Dann wird es aber auch nicht mehr lange dauern, bis es wieder regnet. Na? Das heißt, du kannst nicht schlafen gehen. Nö. Okay. Du brauchst auch gar nicht zu gucken. Es geht dich auch gar nichts an. Das ist meine Käserei hier. Ey, ich hab doch gedrückt. Du fliegst. Auch keine Sau. Sowieso kein Käse, oder? Oder doch? Ist hier irgendwo Käse drin? In den vorderen. Nein, Ja. nein, 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 nein. Hier Rumdrehen. drin. Da ist noch Käse Okay, drin. gut. Ja, die bleiben ja auch. An denen wollte ich. Die bleiben da stehen. Das wäre mal auszuprobieren, was passiert, wenn der Käse drin ist Ich und glaube nicht gut, nichts gut. Ich will das auch gar nicht. stürzt das Spiel ab, explodiert. Oder der Ganz von Käse vorne ist anfangen. einfach weg. Das könnte ich mir vorstellen, dass der Käse halt einfach verschwindet. Aber das war ja sowieso nur 0815, ne? Nee, das ist schon Weißschimmelkäse für Ah ja. Ziege. Das ist doch kein zum. Wollte ich. Ach ja. Man muss halt manchmal bei Sachen schlafen. Okay. Und in der Mitte dann Tische, wo die ganzen Brenner draufkommen? Weiß noch, sind die Tische niedriger? Ja. Sind die notwendig? Und eigentlich nicht. Mir war es fast lieber, wenn die Brenner auf dem Boden stehen, weil dann kannst du immer gucken, ob die Sachen auch drin sind, die man schon einfüllen möchte und so weiter. Und man hat weniger Probleme, dass man, wenn man den Käse dann irgendwo reinpacken will oder rausnehmen will, dass man plötzlich einen Brenner in der Hand hat oder einen Topf oder so. Also die Frage, brauchen wir so viele Brenner und Töpfe, wenn die, weil wenn du den Käse sozusagen kochst, das geht relativ schnell. Dann wartest du halt die halbe Minute, bis der Käse gekocht ist. Dann stellst du ihn in den Schrank und dann. Ist gut. Sozusagen. Mann, wenn das hier mal. Also hier darf man echt nicht furzen, ne? Chili gegessen haben. Und vor allen Dingen, wenn die dann alle an sind. Ja, das ist dann wieder was anderes. Aber es ist gut gelüftet, ist ja ein Fenster. Eins. Ja, das reicht doch. Natürlich. Soll ich jetzt noch Holz bringen? Du kannst den ganzen Wagen füllen. Jetzt haben wir den. Wobei, ja doch. Was denn? Ja, mit den Holzstäben kann man doch keine Schränke bauen.
Wie viel brauchst du? Genau. Also, einfach genug. Okay, was auch immer genug heißt. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schränke. Oh, wie cool ist das denn? Den kann man hier dran machen? Das sieht auch scheiße aus dann. Ja, und wie viel Holz braucht so ein Schrank? 16. Okay, also brauchst du mindestens 100. Ach, jetzt regnet's. Hätte ich was sagen sollen. Brauchst du dann auch noch Metall? Ja. Einiges. Okay, sehr interessant. Wollte das eine Metall noch mit drauflegen, weißt? Zwei von den Dingern bleiben draufliegen. Das dritte bleibt einfach in der Luft schweben und ich kann nicht weiterfahren. Das bringe ich dir jetzt einfach so und dann komme ich mit dem Rest mit dem Auto. Drehe ich doch hier einfach. Aber vorwärts raus. Ja. Fenster ist nach hinten raus. Ach Gibt's noch? so. Und du willst hier hinfahren. Ja, ich fahr sozusagen direkt vors Fenster. Wenn ich es schaffe. Von dem Metall brauche ich, glaube ich. Aber jetzt machen wir erstmal. Ich kann dir sogar ja, Metall waren jetzt irgendwie nur 59, ja, weil der oh. Das war's. Brauchst du noch Metall Ja. wahrscheinlich, ne? Bring ich dir dann Wobei, per. ich könnte mir das ja. Oder du kannst es dir selber holen. Bin ja gerade um die Ecke. Ja, eben. Fertig oder brauchst du noch mehr? Nee. Das war's. Kannst ja jetzt mal gucken. Renn direkt in so einen Wurstschrank. Ja, das ist doch. Ja. Nur noch dieses Chaos jetzt. Ja, sollen wir dann vielleicht Na schlafen? gut. Ich kann nicht raus. Yeah.
Ja, dann fahre ich mal schnell zum Laden und was super wäre, wenn der Schweinefleisch haben will, einfach unverwertet. Ja, wäre schon. Schweinefleisch, Käse, Blauschimmel und Rindfleisch mit 1,6. Ja. Dann hole ich mal die anderen Autos. Und dann kann man gucken, weil Blauschimmel müssten wir eigentlich auch noch haben. Okay, so Blauschimmel oder? Ja, genau. Ah, tatsächlich. Das ist Glaube ich, eine zwei oder Lehre. so aus Kisten. Das ist Ziegenkäse normal. Und das schmeiße ich. Warte mal, ah, vielleicht kann ich das auf das eine mit dazu legen. Ja, genau. Ah, da sind die Tütchen. Gut. Aber willst du die Kiste nicht Ja, mitnehmen? doch, die wollte ich jetzt abholen. Deswegen bin ich rückwärts dann auch hingefahren, damit ich jetzt dann direkt damit losdüsen kann. Ich kann halt eine Zeit lang kein Fleisch machen, ne? Ja. Schweinswurst meine. Das macht nichts. Ich fahre schon wieder hin. Zeugs zusammen hier. Ja, das sind schon nochmal 12.700. Nee. 17.000. Das ist das, was wir haben. Jetzt haben wir. Ja, Moment. Ich bin ja schon aus dem Weg. Hier so. Bevor wir im Drive-In. Ja, ne? Ja, im Prinzip ist das das wahrscheinlich auch. Der Burgerladen da. Nochmal 13.000. Alter, ich glaube, der Blauschimmel hat richtig Geld gebracht noch. Wow. Es hätte auch schief gehen können. Nö. Nö, ne? Hier passiert ja nichts. Ah, die nächsten Küken sind geschlüpft. 172.000. Ja, aber nicht mit dem, was du jetzt dahin gebracht hast. Nee, das waren jetzt auch nochmal 13.000. Aber jetzt sind wir bei insgesamt 100 irgendwie 70.000. Also so viel.
erstmal alles aus dem Weg. Ah, ein Tisch ist tatsächlich niedriger. Sehr viel niedriger. Ja. Aber wenn die dann da draufstehen. Ja, das geht schon. Das hatten wir ja schon früher auch und so weiter. Die Sachen dürfen nur nicht zu nah an den Schränken sein, sonst hast du das wieder dasselbe Problem mit der Kamera. Ja, aber das haben wir ja mit der Fleischerei auch. Aber Dass du deswegen. die Sachen dann in der Hand hast. Ja. Aber im Zweifelsfall würde ich halt sagen, dann macht mal hier vorne halt so zwei Sechserreihen mit den einfach auf dem Boden, dass man die in die Mitte stellt, dann braucht man keinen Tisch. Meinst du, ich kann hier noch ein Fenster reinbauen? Theoretisch. Oder meinst du, das fällt jetzt alles ineinander? Nee, normalerweise müsste das funktionieren. Mal das Brett da weg. Nein, keine Tür. Was meinst du, soll ich mal gucken, ob ich noch Bienen finde? Na, wenn du willst, kannst du Ach so, den das. Kram habe ich alles oben stehen. Entschuldigung. Das solltet ihr auch nicht. Nee, Ja, schon klar. dann haben wir noch mehr Belüftung. Ja, das ist ja wichtig. So, und dann nehme ich mal wieder zwei Rahmen mit. Und die Nebelmaschine sozusagen. Also den Woker. Ah, Mist. Passiert. Ach, ich bin wieder im Hühnergehege sozusagen gelandet. Warum Da. machst du denn Ja. Ich dachte, ich könnte fliegen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Bienen finden bei dem Wetter. Das wird bestimmt einfach sein, weil Ja, da sind die voll. ja immer Die sind ja unterwegs. vor allen Dingen sind die ja jetzt dann mit diesem halben Nebel ja noch besser zu sehen an den Bäumen. Und auch so gut zu hören, wenn man dann da irgendwie nah dran ist. Da rennt schon wieder ein Wolf rum. Ja, der sucht auch Bienen. Oder der sucht dich. Ja, genau, der sucht mich. Das ist aber ein blinder Wolf, weil wenn ich hier mit dem Auto entlang fahre. Ja, der sieht dich aber nur, wenn du nicht im Auto sitzt. Ach so, ja, stimmt, das ist wohl wahr. Wen ist das Auto dann unsichtbar? Okay. Andersrum. Bin die Kamera wieder rum, weil ich einen Hang hinabfahre. Natürlich. Das ist das Hobby der Kamera. Ja. Absolut. Bum, bum, bum. Ich sehe keine Bienen.
Und wie läuft's bei dir? Ja, ganz gut. Danke. Ja, dann. Na komm. Auf Auto fahr. Ich schlaf halt hin und her. Lager Holz. Da, Bienen. Ha. Direkt drauf zugefahren. Einschalten, bitte. Wäre nämlich schmerzhaft geworden. Ausschalten wäre auch wieder eine Idee. So. Also, da haben wir schon noch mal einen Rahmen. Können wir mal gucken, ob wir noch einen zweiten finden, einen zweiten Stock. Brumm, brumm. Stau, weil ein Hirsch auf der Straße Immer steht. noch. Ich glaube, das ist der, der da schon beim letzten Mal Ja, stand. der steht hier direkt sozusagen auf dem Weg. Ah, jetzt. Ja, das ist das. Weil ich jetzt da vorbeigefahren bin, hat er sich. Hat jetzt vier vorbeigelassen und hat, stellt sich jetzt wieder auf die Straße direkt vor die Ja, nächsten das Autos. ist der Verkehrs. Ach so, das ist sozusagen die Ampel, Variation von hier. Das heißt, damit nicht zu viele Autos hier durch die Ortschaft fahren. Ja, mit der erhöhten Geschwindigkeit. Schaut's Deswegen denn. sind die ja auch so robust. Achso, du meinst, das ist dann wie so diese Verkehrsschwellen, so diese Speedbumps. Ja, das ergibt natürlich Sinn, ja. Ja, weil Ampeln gibt's halt hier nicht und Polizisten oder zumindest irgendwelche Verkehrskontrollen oder sowas scheint es ja wohl nicht zu geben. Also müssen halt die, muss halt die Wildtiere dafür sorgen, dass hier gescheit gefahren wird, ne? Absolut. Nachvollziehbar. Ja, natürlich, das ist ja. Die Natur hilft sich selbst. Ah ja, da steht schon wieder der Wolf. Oder ein Wolf. Ob das jetzt. Ja, und Ey. das ist der Praktikant. Praktikant. Steht auch irgendwie ein bisschen unmotiviert in der Gegend rum. Wie der Klischee-Praktikant. Wollt ihr nicht mal wachsen? Wer? Die Also Küken. die Küken. Nicht aufgepasst. Ja, aber ich glaube, waren jetzt für heute zumindest mal die einzigen Bienen. Kommt plötzlich ein Riesenauto von links. Einfach so. Einfach so, einfach war das nicht. Ach so. Da, dann dürfen diese Bienen Ich habe ja auch Dinge zu erledigen. hier mit rein. So, Deckel zu.
Stark regnet. Und wir sind mal in der Käserei. Ja, ich guck gleich rein. Ich räume hier nur auf. Das ist alles. Aha. Ja, das sieht doch gut aus. Und man kann besser in die Töpfe reingucken. Ja, klar, natürlich. Und wir Dann. haben trotzdem viele Schränke. Und wir haben viele Schränke, ja. Okay, dann könnte ich mal gucken. Ich liebe Schränke. Dass ich die Ziegen. Du, mitkommen. Also. Was? Nimm du mit seinen akrobatischen Was hat er denn jetzt? Geht er jetzt auch noch an die Ziegen? Dingen. Nee, im Moment es sieht mehr nach nur die Kühe aus, die hier etwas belästigt werden. So. Ah, jetzt ist das Gehege zu groß für so viele. Ah, hier ist noch eine Ziege. Es ist dem Herrn des Gehege zu groß. Ja. Muss ich so lange suchen, bis ich die Ziegen finde. Ja, boah, ich hätte die da reingepackt, wo die Schweine drin sind. Ja, okay, das wäre vielleicht noch ein Tick zu viel gewesen. Ich hätte die auch an den Bahnhof stellen können. Mal die nicht einfach trainieren? Die sollen einfach, wenn es soweit ist, sollen die von alleine an die Melkmaschine gehen. Heißt, und dann. Das ist doch ratzfatz erledigt. Natürlich. Ah, da kommt schon wieder jemand zurück. Ja. So, noch zwei. Aber ich glaube, es sind nur noch eine Kuh. Eine. Vor allen Dingen eine Kuh, wenn ich Ziegenmilch haben will. Ja. Muss ich die alle Kühe vorher hypnotisieren? Du bist eine Ziege, du bist eine Ziege. Okay, du warst schon dran. Petralia und Petra, Petra, du glaube ich, du fehlst noch. Da geblieben. Du sitzt da nicht in das Haus. Ja, überhol doch die Kuh. Klappt's noch nicht so. So. Okay, die war auch Dummes schon dran. Stück. Muss ich mir wieder immer merken, wer schon immer dran war und wer nicht. Die war schon dran, das weiß ich. Ich glaube, das Pferd muss wirklich mal woanders hin. Und das wieder zu den Schweins. Nein! Ja, War also das? das sieht schon irgendwie ein bisschen pervers aus. So ein bisschen zumindest. Du warst noch nicht. Glaube ich.
Genau, tatsächlich. Aber die ist noch nicht voll. So, brauchst du da hinten noch mal? Vielleicht. Oh, da. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ist doch nur noch eine Kuh. Ah, hab sie. Komm. Put, 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 put. Geht das so? Ja, ich muss sie nur. Da. Und jetzt, komm. Hier rein. So. Muss dann auch gucken, ob der Anhänger dran ist. Ah ja, das ist ja wichtig. Oh. Direkt mal auffüllen. Das Silo. Weil so viele Sachen. Weil wenn jetzt wieder die Kühe und die Schweine auch wieder dran sind oder dabei sind, dann ist das Silo relativ schnell Er leer. nimmt seinen Job sehr ernst. Ich sehe es ja. Deswegen musst du mir doch nicht reinfahren, Mann. Alter. Kommt einfach klar, ja? Ich find's irgendwie lustig. Natürlich findest du das lustig. Ah. Ich find das lustig. So, dann könnte ich doch eigentlich mal auch wieder. Wir haben doch gerade erst Blauschimmel verkauft. Könnte ich doch hier mal schnell ein paar Kühe melken. Du. Okay. Und Ducky. Ja, gut. Ich dachte schon eben. TV. Manchmal frage ich mich, wo die Kühe eigentlich hinwollen. Ach, Schnucki. Was ist? Die war schon voll. So, jetzt probieren wir das noch mal. Genau. Okay. Baby war schon. Kommt Shaky? Aber Shaky war doch schon dran. Ne, war noch nicht dran. Dann. Ah, perfekt. Okay, war auch noch nicht dran. Sehr schön. Das war doch jetzt mal eine sehr easy Geschichte. Pferd. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Da steht wieder, guck mal. So, ich brauche Weißschimmel, Weißschimmel, Blauschimmel. Einmal Blauschimmel bitte. Noch mehr Blauschimmel, bitte.
Noch ein Ei. Ein Ei. Noch ein Ei. Noch ein Ei. So. Bitte kochen. Und bist du so zufrieden? Ja, das, im Moment geht es gut. Ruhe ziehe. Ah, das ist perfekt. Noch einmal Schrank bitte öffnen. Und einmal rein. Da draußen läuft eine Kuh. Ich habe aus dem Fenster gerade so eine Kuh durch die Gegend laufen sehen. Das war alles. Und ja, woher kommt das wohl? Das weiß ich nicht. Ich habe doch gar keine Kühe gekauft. Das ist bestimmt. Wieder eine ohne Ei. Zeit kann ich die Milchkanne. Na. Ja. Milchkanne wieder mitnehmen. Machen wir die einfach so da rein. Ich hätte mich nicht übers Wetter auslassen sollen. Nee. Das ist. So nach dem Motto: ah ja. Wenn es jetzt einen Tag nicht geregnet hat, dann müsste es jetzt einen Tag komplett die ganze Zeit stürmen. Und gewittern. Ja. So, der neue Satz Blauschimmelkäse ist in der Mache. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den noch irgendwie. Ah. Gut. Bist also gerade fertig. Okay. Naja. Ja, aber die Ziegen müssen ja noch geholt werden, ne? Ach so. Jetzt bin ich mit den Kühen fertig. Jetzt musst du erstmal tanken. Ja. Bei dem Wetter werde ich nicht auf dem Feld arbeiten. Da wächst auch im Moment gar nichts. Oder? Muss ich mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich noch was angepflanzt habe. Nee. Aber wie viel Ziegen muss ich denn jetzt holen? Du hast gesagt, sieben. Oder? Insgesamt brauchen wir sieben zusätzliche Ziegen, damit wir insgesamt 12 haben. Okay. Ich weiß nicht, wie wir kriegen wir. Dann könntest du eigentlich mit. Ja, du könntest eigentlich mit dem Auto mal kommen. Müsste ich mit dem Auto auch vielleicht zwei für mitnehmen. Für eine, ne? Ziege. Oder, ja, also du kriegst auch wieder 6 ins. Ich glaube schon. Ah ja, dann. Ja, 4 in den Anhänger. Und dann müssten, glaube ich, 2. 2 auch wieder auf die Ladefläche gehen, ne? Das probiere ich am besten gleich aus. Ja. Hier steht schon wieder der Hirsch. Haha. Hat er mit Absicht gemacht, dass ich gegen den Baum fahre. Natürlich. Wir haben ja nur weibliche, ne? Was? Ja. Ja, wir haben keine mit. Nee. Jawohl, ich glaube nicht. Also, vor allen Dingen kannst du die ja nicht melken. Ja, männliche Ziegen, ne? Ziegenböcke. Nee. Selten. Weil
Wir haben ja jetzt auch keine irgendwie Ziegenzucht. Nein, ich will auch keine. Warte, ich helfe dir. Du, komm hier. Dann werden wir sehen, ob die drauf passt. Ja, das sieht irgendwie genauso aus wie mit dem Schwein. Meilenschwein. Und jetzt hole ich noch vier. Müssen wir dann benennen, weil sonst kriegen wir es definitiv nicht auf die Reihe, welche Ziege dann schon Aber dann dran kriegen die war. anderen auch mal andere Namen. Okay. Irgendwie. Dann nennen wir sie 1 bis 7, bis Was? 12 durchgehend. Nein. Doch. Nein. Dann musst du dir auch 12 Namen aussuchen. Brauchen wir denn noch Namensschilder? Ich glaube nicht, ich glaube, es waren noch da so 20 oder so. Wieso hast du denn jetzt noch zwei? Naja. Dann haben wir halt acht jetzt. Dann haben wir halt 8, dann haben wir halt eine übrig, falls wir eine wieder irgendwie ver. Dann hat eine immer Pause, einen Tag. Ach ja. Ah ja. Ich war immer den. Den Ich lieb langen. das irgendwie. Oh, blinken. Gibt's leider keinen. Was? Blinker. Blinker? Nee. Hier braucht man keinen. Ja, der so richtig. Lauf nicht dem direkt vor die das Auto. Ja, komm. Rein, genau. Du. Mal dich da hinten. Mal. Geblieben. Dass die auch immer auf der linken Seite aussteigen, ne? Manchmal unterschiedlich. So, die Kuh steht mir schon wieder viel zu nah. Ja, Mu. Mu, 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 Mu. Mu, genau. Geh mal da weg. Oh Mann, Ziege, da ist nicht. Nein. Was willst du hier drin? Nein, Kuh, 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 nein, Kuh. Das ist die Garagenziege. Okay. So hat es die Ziege auch geschafft, indem sie sich durch den Zaun teleportiert hat. Da geblieben. Bitte laufen Sie nicht so weit weg. Dankeschön. Was denn eben? Was? Mein Herz.
war doch schon im Gehege drin. Und wie bist du jetzt aufs Pferd drauf? Weil er ja auch raus wollte. Und ich wollte das Tor zu machen. Und dann, dann war das Pferd und im Weg. Dann saß ich auf dem Pferd drauf. Ei, ei. Ja, schnell kommst du jetzt hier. Nein. Oh, meine Fresse. Ich war. Okay, jetzt, ich warte jetzt diese 20 Minuten, bis ich alles hinlegte. Dann ist da mal Ruhe. Mindest weniger Probleme dann. Wahrscheinlich legen die sich eh alle direkt vor die Tür, damit es ja nicht funktioniert. Okay. Ich glaube, ich mache das Tor doch zu. Weil hier diese eine Kuh verdächtig in der Gegend rumschlittert auf dem Boden. Du kannst aber trotzdem die andere noch holen. Ja, ja, ich hol die auch noch, aber... Also, die Schatz hat jetzt die Schlafwandel halt. Ja, ich merke das schon. Nein, ich wollte eigentlich nicht einsteigen. Ich wollte eigentlich nur die Klappe hinten zumachen. Okay. Nächsten Tag werden wir vielleicht mal Eier einsammeln wieder. Viel Licht. Ah, dann geht's jetzt mal ins Bett, hä? Disco! Ufta, 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 ufta. Willst du gucken? Ja, wolltest du mit? Achso, ich kann ja mit. Genau. Haben wir jetzt einen Duppen? Hast du dir einen Duppen auf die Brille gemacht? Ja, solange du noch siehst, wo du hinfährst. Süße mal, weil ich... Warum steigst du schon? Das frag ich mich auch. Wildfleisch, Rinderwurst und Hühnerwurst. Haben wir einix. 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 So gar nix. Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Okay. Wie kommst du denn da drauf? Ist ja genug Platz, ne? Wo ist das nochmal? Bei dir, ne? Ja.
Was ist? Du hättest auch vorhin einfach nur von der anderen Seite da reinfahren können. Nein. Doch, Ich hättest du. mache das aber so, wie ich das. Ja, ist ja gut. Der bedroht hier. Unglaublich. Leute von der Straße gedrängt, angerumpelt. Hat ihn noch nicht mal berührt. Der Lackschaden sagt aber was anderes. Nein, das war keiner. Ich hab's genau gesehen und gehört. Nein. Aber sicher. Was hast du gehört, hä? Was willst du mir damit jetzt sagen? Glaubst du, ich werde jetzt einfach aussteigen? Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Ja, und war dann Hirschnallen. Also habe ich niemanden gerammt. So. Okay. Lassen wir den jetzt einfach mal so stehen. Deinem Alter hat man viel. Eben nicht mehr. Ja, viel Rausch. Viel Rausch. Durchzug. Unglaublich, was einem hier alles unterstellt wird. Also, ja, Feststellungen. Ah, komm mal, ein Huhn ist da. Glaube, die brauchen mal was zu essen. Ja, da musst du das Silo auffüllen. Das wird denen aber in dem kleinen Ach so, Dings wird das da nicht. nichts helfen, ja. Wir waren doch eben unterwegs. Ja. Jetzt muss schon wieder unterwegs sein. Oh Gott. Musst du unterwegs sein. So was. Dann bist du halt unterwegs. Und die Kisten. Oh, okay, die sind auch alle voll. Okay, wir haben genug Eier. Würde Ja, ich jetzt und mal so behaupten. Halt Quatsch, hier wollte ich nicht rein. man kann Wollte. nie genug Eier haben. Ah, das mag ja sein, aber. Gut, dass die kein Haltbarkeitsdatum haben. Und dass es kein Berufskomputerspiele gibt. Ich glaube, dann würden manche Spiele nicht mehr so häufig gespielt werden. Könnte ich mir vorstellen, wie zum Beispiel den Ranch Simulator. Vor allen Dingen, wenn es besonders realistisch sein soll. Der nächste Korb voll. Nun nicht schon wieder so viele Eier. Ah ja. Gut, ja, jetzt dann auch aus beiden Stellen müssen wir ja nicht mehr testen. Noch eins, so. Ah, hier draußen liegen auch noch welche. Ah, schon wieder Ostern. Entschuldigung. Wir stehen die Tür zugemacht. So. Jetzt in einem Sack. Was Ich wollte ich krieg denn? den Ach doch noch so. damit rauf. Ah ne, zwei Säcke. Wo hab ich das denn? Glaube, du musst nochmal zum Laden kommen. Da stehen zwei Säcke. Da stehen zwei Säcke. Ja, und wie soll. Ja, Mit dem du hast. Auto. Ja, aber die sind. Mit dem Okay. großen Auto, da steht auch vorne am Eingang. Ja, ich komme ja schon. Ich renn ja schon hin.
Die kennen auch keine Pause, ne? Die sind immer im Dienst, die. Ja, natürlich. Am Laden hast du gesagt. Hat sich aber lang überlegt, ob sie es jetzt dann doch wieder auf die Straße schafft, das Auto. Hallo Niklas. Willkommen. Nein, Heckklappe öffnen. Das war das, was ich haben wollte. Nicht einsteigen. Muss aber genau sagen. Ja, ich hab's eigentlich genau gesagt, aber Nein. nicht? Ja, dann. Wohin damit dann? In die Garage? In die Garage. Okidoki. Kann ruhig mal ein bisschen schneller wachsen. Willst du ihm Hormone spritzen? Nein. Ja, dann. Sollte ich. Oh, die Luft. Nein. Die Luftpumpe. Ja, ist okay. Nein. Warum sind hier 25 Eier hier draußen im Weil der Korb noch nicht voll ist. Und die ganzen Körbe, und die dann drin traust stehen. du dich, den einfach hier in der Öffentlichkeit stehen zu lassen? Ja, weil die anderen vollen Körbe ja drin stehen. Die 200 Eier oder sowas. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind schon mal 240 Eier. Und die 40 Eier, die hier sind, das sind 280 Eier. Plus die 25, die hier draußen stehen. 305 Eier. So. So geht's. Wir wollen einfach nicht wachsen. Wir Also jetzt ein wollen Huhn nicht draus. wachsen. So. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie viel. Aha. Was? Okay, wir haben nur noch zwei Namensschilder. Und ich war unterwegs. Dann bist du halt jetzt nochmal unterwegs. Ich bin auch wegen den Säcken eben durch die Gegend. Ja, dafür muss ich die Flinte holen. Na und? So, du Ziege, du heißt jetzt Ziege 1. Aha. Und du heißt Ziege 2. So, jetzt haben wir schon mal Ziege 1 und 2. So, Petra kommt mit. Ist jetzt gemolken. Wir stehen da hinten in der Ecke. Okay, jemand, du hast noch keinen Namen. Ja, warte mal, dann. Bleiben wir da, dann machen wir diese Kiste hier. Kiste, sage ich. Diese Kanne voll.
Kannst du diese Kanne schon mal in die Dings schmeißen? Ich hatte eigentlich andere Pläne. Ja. Schön. Kannst ja selber verteilen, ne? Ja, klar. Wo hast du denn hingeschmissen? Was, ich hab die in die Dings gebracht. Ach so, in die. Ich sollte sie doch in die Käserei bringen, oder nicht? Ja, die. Die volle. Nein, ich meinte die Namensschilder. Nö, die habe ich noch nicht gekauft. Ach so. Eieiei. Weil ich eine komplett andere, tolle Idee habe. Tiger 1. Weißt du? Ich glaube, die Idee ist nicht so gut. Und ich will auch kein frisches Gehege für das Pferd machen. Deswegen habe ich gedacht, wir zäunen einfach, wir machen hier ein Dings zu und dann läuft das hier halt auf dem Hof rum. Ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht immer so. Das halt nie ausprobieren. Ja, klar, natürlich. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Ziegenkäse. Käsenweißschimmel. 1, 2, 3, 4, 5, Es wird bestimmt auch 6. lustig beim Autofahren. Ich schon wieder. Sind da 4 Liter noch drin?
Ich lach mal. Einfach so. Du lachst einfach so. Unglaublich. Kommen wir denn da hin? Einfach so, wie alle Leute einfach mal lachen würden. Ohne Grund. Was ist? Da hinten hat es gerade den Hänger zerlegt. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er mochte nicht, dass da Dinge stehen. Oder sowas. Oder Autos fahren. Das ist auch nicht mein Problem. Ja, es liegt er da hinten. Ja, bin ich ja auch. So dahin geparkt. Ja, er hat sich aber irgendwie auf den Kopf gelegt. Ja. Leider hat er das getan, ja. Gut. Dann gehe ich jetzt noch Dings kaufen. Oh ja, genau, Namensschilder, ne? Namensschilder, ja. Ja, ich hab's ja leider nicht geschafft. Es macht nichts. Die gibt es im Baumarkt, ne? Ja, und auch im Laden, In einem also. Ladenladen. Ja, der Baumarkt ist jetzt, glaube ich, ein Tick näher. Vor allen Dingen, weil ich schon in die Richtung jetzt gefahren bin. So, da sind die Namensschilder. String. Gott, jetzt haben wir nur noch 160.000. Also so knapp. Aber ganz, ganz schlimm. Ja, ne? Da sind wir ja praktisch schon Das am Bankrott. Hungertuch nagen. Das wird bestimmt interessant werden. Ja, bin auch mal gespannt. Aber ich will das jetzt mal so ausprobieren. Ah ja. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Wir haben es mal versucht, die ganze Ranch irgendwie einzuzäunen. Das hat Das ja. hat nicht. Achso, soll ich mit dem Auto draußen stehen bleiben? Ja, ich denke mal mit unserem normalen
Buggy könnte man, den kann man drin. Der kommt ja durch dieses. Ja. Ich meine, die Großen kommen da auch durch, wenn man das gescheit. Aber genau die. Ich habe hinten bei den Kühen, kannst ja mal gucken, da kann man dann mit den Anhängern hinfahren, immer. Ah, du Also nicht meinst. bei, ich meine bei den Fleischkühen. Ach so, da hinten dann, okay. Ja. Okay, dann passt ja. So, also, du, Petra, Petrana. Du. Ige. Drei. Du. Ige. Vier. Du bist schon Ziege 3. Du? 6. Sieben. Asa, Petralia. Also irgendwo muss ja noch nur 8 drin rumrennen. 5. Anna, Petra, Siege 1, so eine Ziege muss hier noch irgendwo rumrennen, die noch keinen Namen hat. Da, hier. Siege 8. Da. Fertig. Dann haben wir das doch auch erledigt. Komm. Hier wieder rein. Loop. So. Das Holz, was da rumliegt, die Stämme sammle ich mal ein. Liegen irgendwo noch mehr Stämme rum? Nee, Moment noch nicht. Vielleicht ein bisschen. Ah, so ist gerade. Wenn der da nicht mehr hingeht, dann macht das nichts. Dann machen wir da halt eine neue Reihe. Das macht gar nichts. Ah, das Zeug ist sowieso gleich in die Garage. Das muss ja alles ordentlich gepackt werden. Wundere mich eben, wo der eine Stamm hingegangen ist. Ich habe ihn aus Versehen direkt in den in das Regal gelegt. Man hält die Dinger noch mal in der Hand.
machst das hier ganz genau. Weiß noch nicht. Aber hier habe ich jetzt die. Ich glaube, die Anhänger stehen zu dicht beieinander. Muss ich einen doch woanders hin? Also eigentlich. Ja, bei mir zuckt's aber. Oh ja, ich sehe es. Hat's jetzt eben auch. Ja. Genau. So, und was hältst du davon? Jetzt müssen wir Ja, eigentlich nur noch gucken, dass wir das alles gebaut dass wir kriegen. die, also Dröge. Ja, das Pferd will ja auch was essen. Ne? Ja, dass man halt noch welche baut, ne? Weiß nicht, wo. Ja, ich würde vielleicht eins da und vielleicht irgendwie da vorne, so bei den. Vielleicht zwischen dem Schweinsgehege und dem Treibhaus. Treibhaus. Ah ja, hier der Gewächshaus. Hier, weißt? Also da so entlang. Ja, genau, irgendwie. So. Ja. Dann bauen wir die als erstes, ne? Ja, ich denke, ist eigentlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Haben wir eigentlich das Auto, damit man die Sachen vielleicht abklappern kann? Ach so. Ja, ich laufe gerne hin und her. Aber du kannst ja trotzdem Auto mal voll machen. Weil in der Zeit laufe ich halt ein, zweimal hin und her und dann ist vielleicht ein Trog schon mal fertig. Bestimmt lustig. Mit Sicherheit. Ja, Trog Nummer 1. Ah, der ist so schön voll gemacht. Ja. Wird eigentlich auch durch die Tür gehen, ne? Ich muss ja nicht durchs Garagentor durch und so weiter. Theoretisch nicht, nein. Geht sogar ein Tick schneller. Ach so. Ah doch, sie müssen drin sein. Also Wasser kriegt's. Aber Futter ist zu weit weg. Aber Futter ist zu weit weg. Wenn nicht, müssen wir halt hier hinten noch ein Dingschen bauen. Weißt du was? Dann baue ich doch hier. Also du willst einfach jetzt nochmal ein Silo. Dann kommt da einfach ein Silo hin. Das brauchen wir ja Aber vielleicht sowieso. außerhalb. Achso, außerhalb vom Zaun. Ja, damit das Pferd halt auch Platz hat zum Laufen. Und dieses Ding ist ja schon groß. So, aber den Muss ja drehe nicht. ich so, Ja, genau. damit es zink ist. Was braucht das? Zement und Metall. Das Und müssten ist wir das denn eigentlich. jetzt auch im. Ja, das hat. Das ist ja im Grunde genommen um die Ecke. Das ist echt kein Problem. Okay. Zement. Oh, okay. Wir haben nur noch 9 Zement. Da muss ich halt Zement kaufen fahren dann noch. Aber Metall ist eigentlich kein Problem. Oder liegt da. Nee, ach so, Zement konnte man nicht in den Schrank räumen. Nee, genau. Das ist das Problem. Was bist du denn? Ach, das ist Glas. Das Ja. wäre. So, hä? Da liegen irgendwelche Päckchen.
Wo soll ich denn anfangen? Irgendwo, vielleicht nicht gerade da, wo Silo ist jetzt, weil dann vielleicht ein bisschen unpraktisch. Noch einmal. Glaube, ein Huhn ist erwachsen. Sogar zwei. Und ist davon eins ein Hahn oder Das was? habe ich mir jetzt noch nicht genau angeguckt. So, was seid ihr denn? Das sieht nur nach Hühnern aus. Ja, das sind nur Hühner. Dann kannst du die ja schon mal die. Schwupp. Und du auch schwupp. So. Hier. Ah, die sind. Ah, da sind. Eins ist noch nicht, aber. Huhn. Auch hier rein. Dieses Huhn. Hierzu. So. Blub. Ja, das sind alles Hühner. Lauter Hühner. So, das. Hier ist sonst nichts drin, dann machen wir wieder zu. Weil wir haben jetzt da noch zwei Küken. Die dann. Jetzt muss ich. Achso, jetzt. Okay. Müsste ich noch schnell in den Laden fahren. Und Zement holen. Ja. Licht ist vielleicht eine Idee. Ach, der Große braucht immer Ewigkeiten, bis der reagiert, wenn man lenkt. Ich weiß nicht, was da ist. Alles habe ich. Doch ins. In Baumarkt. Ja, aus dem Weg. Aus. Muss dann außen rumfahren. Ja. Weil ich jetzt hier den Zaun. Was? Wir. Sag mal. Jetzt habe ich das Radio angemacht. Ich glaube, es geht los. Ich will aussteigen. So. Bitte nochmal. Hast Muss dieses. ich kommen? Schön, wenn ich lenke, dann fahre ich rückwärts. Und wenn ich nach vorne drücke, fahre ich auch rückwärts. Aber jetzt bin ich weit genug weg von dem bescheuerten Zaun. Da. Ich lasse jetzt hier das Auto stehen. Hier da rein. Kaufe Zement. Den großen Sack, bitte. Zweimal. Mist, ich kann es nicht über den Zaun werfen. Da ist der Zaun zu groß.
Einmal. Ja, ich bin ja gleich soweit. Ihr braucht nicht hupen oder so, oder? Bin gleich soweit. Da. Seht ihr, ich bin schon weg. Den Bodenwellen, nee, da ist das Lenken natürlich auch nicht immer so einfach. Oh. Ich kannte die Schweineöffnung woanders drin. Was? Die Schweineöffnung? Was? Auto dick mach? Was? Ich hab's nicht Wieso kapiert. Auto dick macht? Die. Naja. Die Öffnung bei den Schweinen aufmachen? Oder Ach, ich mach einfach. klein, dick, mittel? Ganz so einfach. Verstehst das einfach wieder nicht. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also, ich hätte das Silo jetzt vielleicht auch noch füllen können. Wäre eine Idee gewesen, wenn ich sowieso schon da stehe, aber vielleicht geht es auch von hier aus. Haha, ich kann es auch von hier aus füllen. Tschatsching. Bitte alle Tröge füllen. Ja, geht doch. So, und was treibst du jetzt? Okay. Erstmal stehen, scheiße, mal so. Frag einfach nicht. Okay, nein, ich frag nicht. Ich guck mir jetzt das mal an. Nicht, wie man hier überhaupt mal was Schönes bauen kann. Ja, es macht die Sache irgendwie nicht so richtig einfach, ne? Weiß, ich hätte dann gesagt, wir haben hier dann das Ohr. Ah, okay. Weißt du? Brauche noch Holz. Ah, okay. Mist, ich komme hier nicht durch. Wenn, dann müssen wir komplett hinten rumlaufen. Einmal ganz außen rum, Aber du hast ey. doch gesagt, du läufst gerne. Ja, ich. Außerdem sind wir schon
Eigentlich über der Zahl, ne? Ja, aber ich wollte Mir den ist das Tag gar jetzt. nicht aufgefallen. Wollte den Tag zumindest soweit fertig machen. Das Silo vielleicht noch. Reicht es oder muss ich noch eins mitbringen? Ja, wahrscheinlich, weil wir vorne doch das Tor dann. So, oder sollen wir das drin Das lassen? kann man ja mal erstmal drin Ja, lassen. Es okay. muss ja nicht auf und zu sein. Also, jetzt ist alles. Nee, So, doch. jetzt alles gut, okay. Also, dann kann der Kram wieder zurück. Das ist das, was ich mit Schweineöffnung Die meine. Schweine. Okay, ich hab's verstanden. Na, wo ist jetzt das Pferd? Ja, weiß ich nicht. Kannst du nicht jetzt schon mitkommen? Danke. Ich bleibe. Du bleibst jetzt am Zaun hängen, Nein, an den Ziegen. weil die da überall rumliegen. Gut. Da. Und dann werden wir beim nächsten Mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wollen wir das nicht beim nächsten Mal machen? Ja, ich wollte auch jetzt nur. Anfangen. Was? Mit was auch immer. Ach, Ding aus dem Weg räumen. Ja. aber, also ich leg mich jetzt hin. Gut. Das war's zumindest mal für heute hier von der Ranch. Morgen geht es weiter, allerdings nicht auf der Ranch, sondern im Stardew Valley. Da sind wir ja auf einem frischen Hof und haben da gerade erst sozusagen frisch angefangen. Und da gibt es da noch einiges zu tun, was wir so machen müssen, wollen, können, dürfen. Und so weiter. Wer genau wissen will, was und wann wir streamen, kann das gerne hier auf unserem Twitch-Streamplan nachschauen. twitch.tv/Celebgurth. Es empfiehlt sich auch auf Twitter zu folgen, @Celebgurth. Da gibt es diese Sachen auch nochmal zu sehen. Also zumindest wann und was wir streamen. Ja, wer mal einen Stream verpasst hat, der kann natürlich gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. youtube.com/@Celebgurth, das funktioniert inzwischen auch mit einem Ad. Und ja, dann kommt man auch auf unseren Kanal. Dort gibt es außer unseren Streams auch noch viele, viele Let's Play-Videos zu der Sims-Reihe und Wimmelbildspielen und Zeitmanagement-Spiele und noch so vieles andere auch. Einfach mal reinschauen, sich unterhalten lassen und viel Spaß haben. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Restmontag. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.